Jetzt kommt der Zeitlauf von Handkäse mit Radfratz. Nein, wir sind nicht bei Pokémon. Handkäse mit Ratzfatz. Aber das ist schon wirklich eine sehr, sehr auffällige Ähnlichkeit zwischen Ratzfatz und Radfratz. Aber ja. Ich glaube schon, dass sich Retro hier so ein bisschen an Pokémon, an dem Namen bedient hat. So ein bisschen zumindest. Und ich habe ja bei der letzten Challenge schon gesagt, dass das hier wahrscheinlich wieder ein bisschen einfacher wird. Und ihr seht auch schon warum. Denn dieses Level ist ein Raketenfass-Level. Und die sind ja sehr, sehr ähnlich wie die Loren-Level. So vom grundsätzlichen Aufbau ja zumindest. Bedeutet, wir können nicht schneller, als es das Raketenfass zulässt. Und ja, deswegen sollte das eigentlich kein Problem sein. Die Hauptschwierigkeit wird hier, glaube ich, tatsächlich sich nicht treffen zu lassen. Denn ich will ja überall mein Herz haben. Da habe ich jetzt eine Banane verpasst, aber ist ziemlich egal. Geh weg. Aber ich finde das Level an sich total cool. Es ist auch ziemlich schwierig, dafür, dass es das erste Raketenfass-Level ist. Aber ich mag das. Vor allem hier jetzt mit dem großen Emmentaler. Ja, geh weg. Das finde ich ziemlich fies hier. Hier muss man jetzt mal abwechselnd oben und unten entlang. Um Gottes Willen. Das war knapp. Aber ich wurde tatsächlich noch nicht getroffen. Okay, 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 okay. Ja, bisher läuft es doch ganz gut. Würde ich mal behaupten. Und das war's nämlich auch schon. So. 42. Reicht es? Fragezeichen. Es reicht. Yay. Und ein neuer Rekord. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich ein neuer Rekord war oder ob wie beim letzten Mal ich es vergessen habe, das hochzuladen. Ich habe keine Ahnung. So. Und hier würde mich jetzt aber mal sowas von interessieren, wie schnell der Weltbeste ist. Denn bei den Loren-Leveln kann man zumindest, wenn man mit der Lore im richtigen Moment springt, immer noch ein bisschen was rausholen. Aber bei den Raketen-Leveln eigentlich gar nichts. Deswegen bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Geht's unter 1,42 überhaupt? Nein, geht's nicht. Aber da ist tatsächlich nochmal einer 40 Sekunden schneller als ich. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie und wo und warum man da jetzt Zeit rausholen will. Also wie gesagt, während dem Raketenabschnitt geht es nicht. Deswegen muss er einfach davor schon verdammt schnell sein. Wahrscheinlich hat er halt den Start absolut perfekt gemacht. Also dass er genau im richtigen Moment schüttelt am Anfang. Oder nicht schüttelt, aber genau im richtigen Moment die Rollattacke macht. Wow. Boah, wie schnell hat der denn die Rakete aktiviert? Okay. Der ist aber mal richtig abgegangen, was Button-Bashing angeht. Ist wahrscheinlich in die Rakete reingekommen und hat dann sofort sowas gemacht. Ja, wie gesagt, hier gibt es jetzt eigentlich nichts Besonderes, was er machen könnte. Er wird halt wahrscheinlich auch versuchen, nicht getroffen zu werden, obwohl ich glaube mal, dass es egal ist, weil ich habe auch den Dritt- oder Viertplatzierten oder so gesehen und der wurde ja getroffen. Aber ich glaube, das macht da keinen Unterschied. Vielleicht ist es so? Nee. Ich habe mir gerade überlegt, ob es besser ist, wenn man eher die ganze Zeit etwas gerade fliegt und nicht so sehr in Kurven, also nicht die ganze Zeit hoch und runter, weil er fliegt relativ gerade, aber ja, jetzt, ja, ich weiß nicht, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das was ausmacht. Aber ich weiß es nicht. Ja, und das Ende ist eigentlich auch nicht mehr so spektakulär, das ist ja nur ein Sprung. Aber den hat er halt wahrscheinlich auch absolut perfekt getimed. Bedeutet, genau in dem Moment, wo er den Boden berührt und sich wieder bewegen darf, genau in dem Moment springt er und erreicht dann das Zielfass. Denke ich mal. Ja. Gut.
kann tatsächlich von mir behaupten, ich bin nur 40 Hundertstel vom Erstplatzierten entfernt. Ha. Bin aber trotzdem, ich glaube, 89. oder so. Das heißt, es gibt auch verdammt viele, die die gleiche Zeit haben. Das sieht man ja auch. Die beide sind erstplatziert. Er hier auch. Er hat es mit Cranky gemacht, aber das ist ja völlig wurscht. Er hat auch 1,42,09. Dann hier sind zwei mit 1,42,15. Ja, also das ist schon alles ziemlich ähnlich. Okay, dann hätten wir auch das hingekriegt. Und beim nächsten Mal gibt es dann den Zeitlauf von dem gefürchteten K-Level. Dieses hier. Hopulis. Bis dann, Leute. Ciao.